Willkommen zu FNs24 Audi Karriere. Wir sind heute in Spanien und das, glaube ich, könnte tatsächlich ein Kryptonit sein, denn Spanien ist wirklich eine Strecke, wo Audi oder besser gesagt auch das Paket von der Karre, die wir da haben, nicht ganz noch funktionieren wird. 25 Grad, schöne, angenehme Temperatur, Traktionskontrolle mittels Selbstschalten, Selbstbremsen und natürlich auch KI auf 97. Abonniert gern kostenlos den Channel, während wir uns hier mal den Circuit Catalunya Barcelona angucken. 4,6 Kilometer, 14 Kurven und 2 DRS-Zonen machen die Strecke hier wirklich zu einer Vielseitigkeit. Wir haben jegliche Art von Kurven, aber auch natürlich diese ewig lange Geraden. Jetzt geht's mal rein ins Qualifying. Mein erster Run war 1:14.7, war jetzt nicht gerade unbedingt stabil, würde ich mal sagen. 20. Platz, wir hätten unseren Rivalen immerhin geschlagen, aber beide Williams vor mir. Turn 1 hier gut eingelenkt, hier den Körper leicht mitgenommen. Ich muss auch sagen, das Handling an sich ist ziemlich schwierig in FNs24, gerade auf Strecken wie Spanien, aber auch wie Großbritannien, da bin ich kein großer Fan davon. Eine kleine persönliche Verbesserung gibt es hier von etwa 50.000stel, nur nicht links ins Gras kommen. Ihr merkt es auch, das Setup, ich weiß nicht, ich habe 3, 4, 5 verschiedene Setups ausprobiert, ein paar Änderungen, aber es ist immer das Gleiche gewesen. Viel herumrutsche und. Also ich hoffe, dass diese Runde dann halbwegs hier mal zusammenpasst. Guter Exit hier, 3/10 im Delta, das ist gut. Hier einmal lupfen und dann full rauf. Ja, auch hier Quersteher, das ist ganz, ganz ekelhaft zu fahren. Und jetzt geht's hier in diese ehemalige Haarnadelkurve rein. Die langgezogene Kurve und da gehen wir neben die Strecke. Das kostet eine 1/10. Nicht gerade gut, aber glücklicherweise da auch keine irgendwie gestrichen worden. Hier auch der Bug endlich rausgenommen. Da kannst du jetzt voll drüber fahren wieder. Ab in die letzte Kurve. Einmal kurz lupfen. Full Speed hier raus. Und wir haben 5/10 im Delta. Mal gucken, wo wir starten werden. Einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Sainz, Perez, Stroll, Oscar Piastri, Gasly, Ricciardo, Norris, Albon, Ocon, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg, Sargent, Joe, der Professor, Bottas und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und es ist eine mittelmäßige bis eigentlich riesige Enttäuschung. Es ist der 20. Platz tatsächlich. Ich bin ja von der Strategie hier ein bisschen, nicht so angetan. Ich habe mir gedacht, der rote Reifen wird hier nicht angefasst und dann kommen beide Strategien mit jedem roten Reifen und müssen wir mal reingucken und jeder wird mit rot starten, was für mich natürlich bedeutet, ich muss so den Gruppenzwang wagen. Ich weiß natürlich auch von Williams Karriere, dass als ich mit Gelb und auf Weiß gegangen bin, dass das die totale Katastrophe war. Also wir werden auf jeden Fall auch mit dem roten Reifen starten. 23 Runden sind es hier zu gehen und ich will mal sagen, let's go. Hier sind wir nun im Starting Grid zu unserer FNs24 Audi-Karriere. Das ist also Round Nummer 10. Let's out und let's go. Wir kommen besser weg als Logan Sargeant oder Guan Yu Zhou. Sehr, sehr guter Start. Leichter Windschatten gibt es hier von Nico Hülkenberg und natürlich auch Kevin Magnussen. Beide hier im Slipstream. Können wir die überholen? Und hier Richtung Turn 1 wird es ganz, ganz eng. Da bleiben wir auf der Innenseite, verhaken uns ja glücklicherweise auch mit niemandem, gehen auf diesen kleinen roten Streifen raus. An der Außenseite probiert es zwar Yuki Tsunoda, aber da bekommen wir den ganz, ganz minimalen Pro von Esteban Ocon. Und wir gehen hier zu dritt in die Kurve rein mit dem besseren Ausgang für mich, Leute. Wir sind hier schon auf den 13. Platz vorgefahren und das könnte echt nicht besser sein. Bis jetzt ein total guter Start, aber ich habe mir auch nichts anderes erwartet mit dem roten Reifen. Das Problem wird auf jeden Fall werden, so ab Runde 5, dass die Reifen komplett am Durchdrehen sind. Da vor uns geht es ordentlich zur Sache. Wir haben Daniel Ricciardo, der sich hier fightet, aber auch Lando Norris. Ganz, ganz ungewohnt, dass der hier vorne ist und ich verliere von dem fast, von diesen Zuschauern hier, verliere ich da fast sogar das Auto in der Kurve. Das war nicht so gerade genial von mir. Wir können aktuell noch gut die Pace halten, aber auch in die Kurve rein. Ihr seht, ich rutsche hier herum. Es ist nicht gerade schön Falls ihr da ein Setup für mich habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare, denn das war ehrlich gesagt Zarz mit X jetzt hier durch. Und wir sind gerade noch so im Sekundenfenster, wobei es
noch egal ist, denn DRS gibt es auch ganz. Hier gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Die war echt gut und die ist auch verdammt wichtig gewesen. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Ferrari gestanden ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Charles Leclerc. Und ja, Richtung Turn 1, da dominiert dann halt Mercedes und auch ein Aston ist da mit vorne dabei. Ganz, ganz enge Sache mit Yuki Tsunoda, der will da auch außen unbedingt dranbleiben. Das konnten wir aber gerade noch so verhindern und gehen hier tatsächlich zu dritt in diese Kurve rein mit dem guten Ausgang für mich. Ja, das ist keine Berührung gewesen, also ihr habt es auch gesehen von der Innenperspektive. Glücklicherweise Lando Norris, Daniel Ricciardo, beide hier im Fight und das könnte uns natürlich weiterhelfen, wenn wir hier den Double Slip Stream bekommen, aber nein, das ist mal Satz mit X. Hier in Turn 1 nur ein guter Exit kann uns hier retten, den Körb hier mitgenommen. An Daniel Ricciardo saugen wir uns hier dran, den Double Windschatten gibt es hier von Lando Norris und von Daniel Ricciardo. Wird das was werden? Kann das reichen, um hier außen den Angriff zu wagen? Nein, das schießt sogar jetzt innen wieder Alexander Albon durch. Und ist jetzt vorerst mal vorbei, da können wir aber gegen die Hand. Oh mein Gott, Leute, okay. Das war ein bisschen viel aufregend für die ersten paar Kurven. Das hätte echt in die Hose gehen können, dieser ja, Dive-Bomb hier fast schon gegen Alex Albon. Gab keine Berührung mit Albon, aber dafür dann leider mit dem guten Daniel Ricciardo, der das natürlich genauso wenig verdient hat. Hier geht es nun also erneut in diese Kurve rein. Ich probiere immer mit Mittel zu fahren, um dann auf der Geraden wenigstens das ERS auf Überholen benutzen zu dürfen. Vielleicht reicht es aber jetzt auf der Start- und Zielgeraden mal. Gegen Daniel Ricciardo hat der noch DRS ganz minimal. Naja, leider ja, bekommt das DRS noch. Wir kommen aus der letzten Kurve verdammt gut raus, dürfen den Heckflügel aufmachen und saugen uns jetzt hier an Daniel Ricciardo dran. Jetzt hat es also gereicht hier am Ende der Geraden. Da probiert es rechts noch jemand. Da heißt es jetzt, wer bremst spät, das reicht für uns. Wir bleiben hier vorne und das ist der 12. Platz. Das ist tatsächlich schon mal ein Wahnsinn. Eine mega, mega geile Sache. Jetzt ziehen aber Albon und Ricciardo gleichzeitig vorbei, weil ich den Anschluss ein bisschen an die Spitzenleute da vor mir verloren habe. Was natürlich absolut scheiße ist, aber es ist halt wirklich aktuell nichts möglich hier, gerade in Spanien. Es ist verdammt schwierig, das Auto in einer richtigen Balance zu halten. Es ist wirklich echt eine Meisterleistung, ein Setup in Barcelona zu finden, das dann auch Spaß macht. Wir sind in der 8. Runde. Warum betone ich das? Weil es ab jetzt hier einen kleinen Switch gibt. Sprich, also hier versuche ich mal was Neues, während ich hier fett über den Körper drüber gerattert bin. 19. ist Yuki jetzt hinter uns. Herr Albon ist auf und davon. Vielleicht geht was mit Strategie. Weiß nicht. Wir gucken uns hier noch einmal diese Situation gegen, wer ist das hier genau, gegen Daniel Ricciardo an. Und da stupsen wir ihn auf dem Diffusor drauf. Eine ähnliche Situation zwischen Oscar Piastri und Lance Stroll in China haben wir auch gesehen. Da ging es tatsächlich mit ordentlich Schaden zur Sache. Glücklicherweise hier nur ein paar Schrammen an meinem Frontflügel. Wir sehen das Ganze hier. Hier haben wir uns dann verhakt. Das war absolut nicht meine Absicht. Aber der ist dann auf so einen hohen Hügel da drauf gefahren. Und jetzt kommt so ein bisschen meine neue Idee hier. Ich versuche zu diesen unwichtigen Parts, sagen wir mal, etwas schneller zu machen. Es ist nicht unwichtig und es hat auch einen ganz besonderen Grund, denn ich habe einfach, ich nehme Delgado auf, das dürftet ihr jetzt schon wissen, und da hat es tatsächlich ein Riesenproblem gegeben. Um dann da noch diesen Termin da einhalten zu können, habe ich mir dann gedacht, wir werden das so ein bisschen mit dieser Replay ein bisschen verschnellert aufnehmen. Die nächsten Videos versprochen gibt es dann natürlich wieder normal. Jetzt gehen wir hier gleichzeitig mit dem Yuki, glaube ich, ist das, an die Box. Und ist das Yuki? Ich weiß einfach nicht. Ich hätte mir die Seitenleiste hier merken sollen, aber egal. Wir gehen hier rein. Der Stop ist, naja, come on. Okay, es geht sich aus. Glücklicherweise bleiben wir hier vor dem Racing Bull und sind auch weit abgeschlagen hier. Also niemand noch da. Vor uns sehen wir auch noch keinen. Und auch hinter uns ist nur der Racing Bull. Ich glaube aber, es ist tatsächlich Ricciardo. Es muss eigentlich Ricciardo sein. Oder es ist Yuki. Nein, es glaube ich, es ist Yuki. Egal. Hier sehen wir dann das Ganze. Wir gehen hier vorbei und bei der Boxenausfahrt gab es ein Problem bei dem anderen Racing Bull. Und das ist eine gelbe Flagge, beziehungsweise das Safety Car ist draußen. Das ist natürlich genau das, was wir uns nicht wünschen. Jetzt sind wir also in dieser Safety Car Phase drinnen. Und müssen hier jetzt mal ja so ein bisschen abwarten. Runde 13. Das könnte jetzt tatsächlich eine ganz, ganz schlimme Sache werden. Restart ist jetzt da.
Wir sind in der 16. Runde. Hier haben wir mal kurz die Kurve gekürzt. Es geht hier Richtung Runde Nummer 20. Und da sind wir nun auf dem 13. Platz. Da habe ich jetzt endlich die Übersicht. In Runde Nummer 19 sind wir jetzt ganz, ganz nah an einem 5er-Fight hier. Wir gehen mal außen an Nico Hülkenberg vorbei. Das war mal die einfachste Sache. Carlos Sainz und Pierre Gasly. Können wir hier reinhalten? Und ja, Sainz, sie wollte zwar kurz zumachen, aber wir hauen mal den Sainz auf den 12. Platz runter. Sollte uns jetzt noch gelingen, den Gasly und oder Norris zu überholen, holen wir heute wirklich komplett unerwartet dennoch Punkte, obwohl ich wirklich damit nicht gerechnet habe. Das ist wirklich eine Riesensensation. Jetzt geht's also hier noch einmal an der Aufholjagd. Die Reifen sind natürlich nicht mehr die neuesten. Die anderen hatten das Glück, dass sie mit dem Safety Car besser getimed wurden. Ich war eine Runde zu früh drinnen, leider. Und das hat uns dann leider auch ein bisschen zu weit zurückgeworfen. Aber jetzt sind wir also noch einmal hier im Renngeschehen. 20. Runde ist mittlerweile und Carlos Sainz ist wirklich unersättlich. Der will hier vorbei, ist natürlich der Lokalmatador, der will sich die Punkte schnappen. Ich komme hier nicht mehr vom Fleck weg. Es ist leider schade. Hier muss ich einmal kurz moven und da ist einer und gleich zwei vorbei. Aber Carlos Sainz, der ist hier wirklich unersättlich und der quetscht sich hier jetzt durch. In diesem Moment verlieren wir auch den 12. Platz, doch ich denke mal, Punkte wären sowieso schwierig gewesen. Wir sind in der 21. von 23 Runden. Ich probiere wenigstens im DRS-Fenster von Sainz zu bleiben, doch nicht mal das gelingt mir. Runde 21, hier sehen wir das Ganze noch einmal. Da schweißt sich er ihnen an der Seite ran. Ja, da. Und dann geht es auch einfach direkt vorbei. Gute Leistung, fehlerlos tatsächlich. Und da kann ich auch nicht viel machen. Das Auto ist halt wirklich um einiges stärker wie unser Auto. Schade, aber vielleicht wird das in ein, zwei Seasons funktionieren. Das ist echt bitter. Wir sind also jetzt in Runde Nummer 22. Nico Hülkenberg druckt an. Es war nicht Magnussen vorhin, natürlich war es Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg druckt hier an und ich kann auch kaum mehr was machen. Wir sind in den letzten Kurven. Vielleicht reicht es, um diesen 12. Platz ins Ziel zu retten. Und wir gehen ab in die letzte Kurve rein. Und was passiert jetzt, Leute? Es wird tatsächlich jetzt schon die Flagge gesprengt und das Rennen ist over. Habt ihr... Hä? Hier sehen wir das Ganze noch einmal. Max Verstappen und George Russell waren einfach ein... Ich wurde nicht überrundet, wir waren... Hä? Was ist das denn schon wieder für ein Bug, liebes EA-Team? Also, ich war bestimmt keine Runde hinten und ich glaube auch nicht, dass die beiden da vorne so schnell waren, dass sie sogar Perez auf 3 überrundet haben. Also, das wäre dann... Wären mir nicht entgangen, würde ich mal sagen. Das ist tatsächlich eher bitter gewesen. Es ist der 12. Platz geworden am Ende. Es war wirklich kein Glanzrennen von mir, aber ja, ich habe mir ehrlich gesagt doch nicht viel, viel mehr erwartet. Wir gucken hier mal managementmäßig. Können wir uns was Upgrade technisch leisten? Natürlich nicht, weil wir hier wieder das Fehlgeschlagene kaufen müssen. Das ist bitter. Ja, und dann gehen wir noch einmal hier rein. Österreich ist also das nächste Rennen. Für heute soll es das mal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr gern bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat durch dieses, wenn auch sehr wirkende Format halbwegs gefallen. Schaut gerne auch auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Und ich würde mich freuen, falls ihr euch morgen oder übermorgen hier wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Danke.